Am Fuße der Eiger Nordwand darf ich euch zu meinem neuen Video willkommen heißen. Es wird eine 5-tägige Rundreise quer durch sämtliche Skigebiete. Wir starten in den Dolomiten über Zermatt, über Adelboden-Lenk bis hin zu, na, Jungfrau Joch Grindelwald. So viele ehrliche Einblicke gibt es von mir sonst selten, aber ich gehe morgen auf die Skirunde meines Lebens über die Dolomiten mit der Sella Ronda bis hin nach Zermatt. Das innerhalb von 5 Tagen. Das wird richtig stressig, aber auch mega geil, glaube ich. Ja, bin ich jetzt um 9:30 am Abend, 9:45 am Abend, erstmal beim Ski zusammenschrauben. Der ist nagelneu und kommt, ohne Bindung. Das ist toll. Jetzt muss ich erstmal studieren, was zu tun ist. Und ich sollte aber eigentlich, ja, langsam ins Bettchen, weil mein Wecker klingelt morgen um 5:30. Juhu! Angekommen in Corvada, der Ski ist leider noch nicht montiert, aber gut, ich habe ja zum Glück nicht nur einen. Jetzt geht's ab auf die Sella Ronda, heute mit Andrea. Yay, es sieht jetzt schon mega aus. Okay, ich gebe es zu, ich konnte es doch nicht lassen, aber jetzt habe ich mir Hilfe geholt. Und jetzt wird es vom Fachmann montiert. Geil. Die Marmolata drauf. Die Sella Ronda bisher ist eher was fürs Auge, so wie die schönen Frauen im Club. Nicht so hübsch. Andrea und ich sind heute auf der wahrscheinlich schönsten Skirunde der Welt, der Sella Ronda. Es ist richtig krass, man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll, so schön. Skifahren im Herzen der Dolomiten ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. So lange hatte ich schon vor, die Marmolata mal zu machen. Und dann habe ich es doch immer wieder verschoben, weil wir ja die Tirolkarte haben und doch so viele Skigebiete inbegriffen sind. Aber natürlich nicht die Dolomiten. Höchste Zeit ist es geworden, das wirklich mal auszuprobieren. Jetzt vor uns, wow! Ist das geil! Boah, dafür das Panorama wird besser, besser, besser und noch besser. Ich weiß gar nicht mehr, wo man da noch hinschauen soll. So cool. Unser Entschluss, die Sella Ronda zu fahren, war, wie schon erwähnt, sehr spontan. Um genau zu sein, so spontan, dass wir erst am Vorabend, so gegen 10 Uhr, beschlossen haben, es zu machen. Mit der Aussicht geht's für uns jetzt auf die Piste. Kann man machen. Sieht man jetzt perfekt auf die Marmolata drauf, da waren wir ja gerade oben. Yay, yay, yay! Die Sella Ronda vereint einige Skigebiete, komplett ohne, dass man einen Bus oder ähnliches benutzen muss. Das finde ich schon sehr beachtlich und richtig cool. Also mehr geht nicht. Schön, aber echt viele Leute. Bei uns geht es jetzt hier weiter. Italienische Skihütten sind anders. Yay! Prost! Auf einen geilen Tag. Aber hallo. Gerade war ich noch in den Dolomiten mit Andrea Skifahren. Nur 7 Fahrstunden später stehe ich in Zermatt und warte auf den Shuttlezug. Den anderen habe ich leider aufs Arschlecken verpasst. Also jetzt habe ich schon eine halbe Stunde abgesessen. Aber davor hatte ich noch 2 Minuten vor Mitternacht. Musste dann noch schnell ein Ticket kaufen. Habe es natürlich nicht geschafft, weil hier die Schalter alle zu sind und ich nicht gecheckt habe, dass man, glaube ich, einfach nur durch die Schiebetüre hätte durchfetzen können. Da steht nämlich kein Ausgang, aber da kommt man durch. Ich hoffe, das mache ich jetzt gleich besser, weil um 1 geht der letzte Zug. Den brauche ich unbedingt. Also das ist mit Sicherheit der Uhrzeit geschuldet, aber ich bin die Einzige im ganzen Zug. Also nicht nur in dem Abteil, sondern einfach im kompletten Zug. Oh Mann. Der im Hotel, der legt mir die Karte auf, hat er gesagt. Die haben mich schon um 8 zugeworfen. Wenn das nicht geklappt hat, bin ich. Ich hoffe, das hat geklappt. Ich gehe mal schwer davon aus. Oh, drücke die Daumen. Ich bin wütend. Es hat geklappt. Ich bin im Zimmer, auch wenn ich noch einen halben Marathon durch Zermatt durchgegangen bin, weil ich war natürlich zu stolz, ein Taxi zu nehmen. Ich habe es euch nicht gefilmt, weil es war echt schwierig, überhaupt alles zu halten. Und ich habe für den gleichen Preis wie morgen das Zimmer ohne Matterhornblick. Heute das Zimmer mit Matterhornblick. Das heißt, morgen früh. Geil! Schaut es euch an. Mega. Mit dem obligatorischen Wölkchen, das ich ein bisschen drüber wirft. Und hier läuft auch gerade ein Zeitraffer und daneben meine Brotzeit, damit ich die nachher nicht vergesse mitzunehmen. 3383 Meter Höhe. Gefährlich.
Das ist die allerhöchste Gondelstation europaweit und ja, somit eben etwas ganz, ganz Besonderes. Der Top of Europe, den es ja in Grindelwald am Eiger gibt, ist nämlich nicht die höchste Station, das ist die höchste Zahnradbahnstation. Die haben nur verdammt gutes Marketing in meinen Augen und verkaufen das halt als höchste Station überhaupt. Aber hier in Zermatt ist es höher, nämlich um circa 400 Höhenmeter, also nochmal ein ganzes Stück. Und dem Wetter vermutlich geschuldet, war es auch ganz schön leer. Wir hatten ordentlich Platz, um Speed zu geben. Jetzt sind wir Riffelberg oben. Es reißt sogar wieder ein bisschen auf. Also da war ich wirklich erstaunt, wie gut man das Matterhorn, bei gutem Wetter natürlich, am Berg von fast überall sehen kann. Es ist super präsent, auch gerade vom Rothorn drüben oder vom Gornergrat, was ja doch schon ein bisschen weiter weg ist eigentlich. Da hat man sogar teilweise das Gefühl, dass man noch näher dran ist. Es reißt auf. Wie cool. Und auch aus den meisten Gondelbahnen, Liftanlagen hat man einen super schönen Blick aufs Matterhorn. Das ist unbeschreiblich. Irgendwie war ich den ganzen Skitag über hin und her gerissen zwischen Renntempo mithalten und einfach die Aussicht genießen. Denn auch hier waren wieder besonders spektakuläre Blicke aufs Matterhorn dabei. Für mich generell ein recht normales Skigebiet. Natürlich sehr schön, sehr groß, sehr hoch, aber halt auch nicht so viel anders als die Skigebiete, die wir bei uns aus Tirol kennen. Nur eben diese Besonderheiten, wie zum Beispiel die Zahnradbahn, die wie eine dicke Raupe den Berg hochgeht. Ein Igludorf, das es bei uns jetzt auch schon teilweise gibt, aber natürlich mit Aussicht aufs Matterhorn bei gutem Wetter. Und eben generell der Blick aufs Matterhorn von so ziemlich jeder Ecke machen das schon sehr besonders. Wenn man jetzt ein bisschen den Himmel anschaut und sieht, wie schnell die Wolken ziehen, ich meine nicht nur im Zeitraffer, auch in echt sind die einfach super schnell dahin gefetzt, dann ist verständlich, warum die Verbindung nach Cervinia leider geschlossen geblieben ist. Und das ist auch der Grund, warum ich teilweise viel lieber in Heimatskigebieten bin, wo ich mich schon sehr gut auskenne. Denn ich denke, man hätte an dem Tag einfach nach Cervinia runterfahren können. Im schlimmsten Fall wäre wahrscheinlich der oberste Sessellift abgeschaltet worden. Den hätte man ja dann zu Fuß raufgehen können. Aber wenn man sich einfach noch gar nicht auskennt in einem Gebiet, dann kann man gewisse Risiken nicht eingehen. Und im schlimmsten Fall würde man dann eben in Cervinia unten stehen, nicht mehr so recht wissen, was zu tun ist. Vielleicht sind die Hotels dann alle überbucht und dann muss man wirklich 4 Stunden mit dem Taxi zurückfahren, was nicht nur super, super teuer wäre, ja, einfach nur ätzend. 3:30 ist es, es geht leider gegen Ende des Skitags, es hat leider wieder komplett zugezogen. In der Afro-Ski-Bar ist aber auch noch nichts los, da bin ich gerade drüber gefahren mit der Gondel Helu-Stall oder so ähnlich heißt das. Stall, der ist allerdings für mich jetzt nicht so vergleichbar mit Ischgl. Ich meine, es hat schon ein bisschen Stimmung gehabt, aber es wird eher Partymusik gespielt, nicht so typischer Afro-Ski. Und es war auch noch nicht so die Eskalationsstufe und gefühlt waren nicht mehr viele Leute am Berg. Also ich glaube nicht, dass es noch allzu viel voller geworden ist. Dafür zeige ich euch jetzt noch die Auflistung, wo ich überall unterwegs war. Das ist einmal aus Komoot und einmal von der Skiline CC App. Also es waren definitiv 120 Pistenkilometer und knapp 17.000 Höhenmeter. Und damit haben wir die 100 Pistenkilometer am Tag easy geknackt. Dementsprechend fertig habe ich mich aber auch gefühlt. Ich habe jetzt erstmal eine Zeit lang gebraucht, bis ich mich aufraffen konnte, überhaupt loszuziehen. Ich habe 120 Pistenkilometer gemacht, das nach dem wenigen Schlaf. Echt ganz ordentlich. Ich war jetzt schon duschen, aber meine Bürste ist nass. Deswegen kann ich sie nicht mehr kämmen. Ja, jetzt schaue ich gerade so aus. Ich hoffe, ich erfriere nicht. Ich habe keine normale Hose eingepackt. Ich depp, ich habe alles Mögliche dabei, aber keine normale Hose. Gut gemacht. Egal. Ja, drück mir mal die Daumen, dass ich was Gutes zum Essen finde. Ich habe nämlich Hunger und dann will ich schlafen. Weil morgen Sonntag. Besseres Wetter und dann will ich endlich nach Cervinia abfahren. Also ich habe echt genug, aber ich glaube, da drüben gibt es sogar noch Flutlicht. Cool. Zum Glück habe ich ein Abendessen gefunden, auch wenn es da ein bisschen Missverständnis gab. Ich habe statt Johannisbeerschorle einen Wein bekommen, hat sich dann aber alles wieder geregelt und damit geht es vom Essen zum Essen. Das war mein Frühstücksbuffet und in der Schweiz lohnt es sich, den Bauch vollzuschlagen, denn das Mittagessen in Zermatt auf den Skihütten ist echt ganz schön teuer. Das Frühstück war inbegriffen und super, super lecker. Skifahren und Snowboarden an 365 Tagen im Jahr.
Mit dem höchsten Punkt auf fast 4000 Meter ist das Matterhorn-Skiparadies das höchstgelegene Skigebiet der Alpen. Doch was es hier wirklich alles zu erleben gibt, zeige ich euch in diesem Video. So, hinter mir Party! Heute Tag 2 am Matterhorn. Das Bild kennen wir eigentlich schon von gestern, aber heute ist gefühlt noch ein bisschen mehr Stress dabei. Mal sehen, vielleicht bedeutet das ja was. Denn ich gehe natürlich davon aus, dass auch die anderen den Wetterbericht gecheckt haben und unbedingt auf den Berg wollen, weil es besonders gut wird. Ich nehme euch mal mit in die Gondel, denn die Auffahrten sind hier wirklich wunderschön und bereits bei der Auffahrt sieht man das Matterhorn so ziemlich aus jeder Perspektive, was mich bei der allerersten Fahrt wirklich von den Socken gehauen hat. Das ist noch geschlossen, deswegen fahren wir jetzt eine Piste. Das ist ja irgendwie ganz normal, auch bei uns im Kitzbüheler Skigebiet zum Beispiel machen die unteren Lifte zwar um 8:30 auf, oben aber erst um 9 oder 8:45 und so ist es auch in Zermatt. Währenddessen die untere Gondel um 8:30 aufmacht, macht die Gondel, die dann zum kleinen Matterhorn fährt, eben entsprechend später auf und man muss eigentlich immer noch eine Runde fahren oder warten. Und da ich ja doch ungeduldig bin, auch wenn ich für euch natürlich eine tolle Aufnahme von der Panoramaterrasse haben will, bin ich trotzdem schon eine Runde runtergefahren und das lohnt sich, weil die Piste da natürlich noch extrem leer ist, ganz frisch gewalzt. Und heute hatte ich wirklich mega schönen Blick aufs Matterhorn. Also es war auf jeden Fall eine gute Idee, schon mal runterzufahren. Doch heute, noch schlimmer als gestern, konnte ich nicht mal aufs kleine Matterhorn rauffahren. Dort ist die Gondel zwar geöffnet gewesen, aber nur für Fußgängerbetrieb. Frag mich nicht, warum sie das machen. Hier seht ihr die Gipfelstation der Gornergradbahn. Das ist eine der ältesten Zahnradbahnen der Welt. Die wurde bereits im August 1898 in Betrieb genommen. Es war die erste elektrische Zahnradbahn der Schweiz und die zweite elektrische Zahnradbahn der Welt. Italien hat ja leider doch wieder zu, deswegen fahren wir jetzt aufs Rot fahren und schauen noch ein paar Pisten an, die wir gestern noch nicht angeschaut haben. Die Gornergradbahn war übrigens auch die erste Eisenbahn in Europa, die über 3000 Meter hochgegangen ist. Und sie ist übrigens gratis in der Skipass-Benutzung mit dabei. Also wenn ihr einen Skipass gekauft habt, dann könnt ihr sie gratis mit benutzen. Wir sind schon wieder hier oben und jetzt machen wir was ziemlich Verrücktes. Und was das genau ist, das erzähle ich euch gleich, nachdem ich euch noch ein paar Sonnenstrahlen gezeigt habe. Und zwar fahren wir jetzt nach Italien, obwohl die Verbindung offiziell gesperrt ist. Doch, nichts mit Italien, voll gemein, ist immer noch so. Und drüben laufen die Lifte aber. Oh. Bei uns geht es jetzt trotzdem nach Italien, habe ich gehört. Was machen wir? Wir gehen italienisch essen. Ein Restaurant am Rothorn. Das ist jetzt die Spaghetti mit den 3 Pomodori. Und es sind wirklich 3 Tomaten drauf. Du hast es gut erraten. Das stimmt, das ist nicht gelogen. Wie ihr seht, wir haben aufgegessen. Die Sonne kommt langsam raus. Und in diesem Zug habe ich noch ein paar Eindrücke für euch, wie das Matterhorn in der Golden Hour bei ein paar Wölkchen, aber trotzdem mega schöner Stimmung ausgesehen hat. Ich war ja nur 2 Tage dort, dementsprechend musste ich das voll auskosten, denn für mich ging es ja schon sehr bald wieder ins Auto und weiter zum nächsten Skigebiet. Und da gab es für mich eine echte Überraschung. Auf einmal bin ich abgebogen, musste 29,50 Franken zahlen und bin auf dem Autozug gelandet. Das hatte ich auf Google Maps überhaupt nicht verstanden. Ich war komplett geflasht, hat alles super gut funktioniert, hätte nicht besser sein können. Aber der Überraschungsmoment war echt krass. Dem Straßenverlauf von Lötschberg-Tunnel noch 17 Kilometer folgen. Verrückt. Naja, dem Straßenverlauf folgen war jetzt nicht so schwierig. Aussteigen wäre eher schwierig gewesen. Ich sag nur, der Zug hat keine Bremse. Angekommen im nächsten Hotelzimmer in Lenk ist es jetzt. Die Zugfahrt war für mich total überraschend. Ich konnte die auf Google Maps nicht rauserkennen. Ja, ich muss leider nochmal ins Auto, weil ich habe mein Ladegerät vergessen. Schöner Scheiß, da kann die Kamera noch so schön auflegen, aber es ist nicht da. Das Hotel schaut von außen übrigens richtig asslig aus, von innen aber neu renoviert, also mega gut. Highlight, Flurspülung geht nicht. Die Skiregion Adelboden-Lenk im Berner Oberland gehört mit 200 Pistenkilometern und 63 Liftanlagen zu den größeren Regionen in der Schweiz. Ich habe aber ein ganz besonderes Highlight gefunden, das ich so noch in keinem anderen Skigebiet gesehen habe. Und bei uns Skifahren hat sich jetzt die Frage gestellt, wer die nächsten Eier hat. Neuer Tag, neues Skigebiet. Wir sind jetzt in Lenk-Adelboden. Meine Schweiz-Tour geht weiter. Und
Das fängt schon mal richtig gut an. Heute ist das Wetter auch mega schön. Blauer Himmel, noch gar nicht so viel los, obwohl jetzt Samstag ist. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg zur Weltcup-Strecke. Und hier habe ich noch ein paar Tipps für euch, denn wenn ihr selber auch einen Urlaub in Lenkadelboden plant, dann ladet euch unbedingt die dazugehörige App runter. Ich habe das natürlich erst zu spät entdeckt und meinen Liftpass direkt an der Kasse, an der Talstation gekauft, was nicht unbedingt die beste Art ist, denn über die App kann man den Pass bereits Wochen und ich glaube sogar Monate vorher kaufen, circa um die Hälfte erwerben, wenn man ein bisschen Glück hat. Ich habe 100 Franken bezahlt, das war das teuerste Skigebiet, man kann ihn aber auch so um 55 bekommen. Wir sind jetzt hier oben Höchsthorn und das heißt, wir sind am Fuße der Weltcup-Strecke. Dann geht's nochmal ordentlich den Berg runter über eine schöne schattige Piste. Das heißt, die Schneequalität war super. Allerdings habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich direkt an der Weltcup-Strecke vorbeigesaust bin. Weltcup Nummer 80. Schauen wir mal, ob wir das sind. Das erste Starthäuschen. Oh, krass. Sind wir verwöhnt aus Kitzbühel. Voll verrückt. Man kennt ja immer nur das, was man schon öfter gesehen hat. Und bei uns ist das Starthaus ja kein Starthaus, sondern schon ein richtiges Gebäude. Und ja, falls ihr das auch mal sehen wollt, ich habe natürlich auch ein Video vom Hahnenkammrennen gemacht. Schaut gerne mal auf meinem Kanal nach. Ich kann es euch sonst auch hinter diesem Video verlinken zum Weitergucken. Und jetzt widmen wir uns aber endlich der Adelboden-Ski-Weltcup-Abfahrt, denn die ist auch richtig spannend. Der nächste Termin ist der 11. und 12. Januar 2025. Dann verwandelt sich Adelboden in einen lauten Hexenkessel. Der Skiweltcup gehört zu den spektakulärsten Männerrennen und findet am Kunisbergli statt. Das ist jetzt eben die Weltcup-Abfahrt. Wenn man genau schaut, sieht man manchmal noch das Eis dazwischen. Aber in Sommer ist es schon ganz schön matschig. Für mich ging es jetzt runter über die Piste zurück in das Horrorbecken, wo man viel anstehen muss. Das heißt, Gleis ist 1707 Meter hoch und dort kommt wirklich einiges zusammen, denn es ist unter anderem auch die Funpark-Strecke für die Kinder. Also eine richtig tolle Funstrecke und dementsprechend gibt es da garantiert viele Wiederholungsfahrten. Denn auch die Piste, die ich hier runtergefetzt bin, lädt zu Wiederholungsfahrten ein. Nur der Lift hat es für mich definitiv nicht getan, denn da war mir zu viel los. Auf der Skigebietsseite von Lenk ist gefühlt weniger los. Der Funpark heißt Brenken, also die Region, wo er ist. Und dort ist auch noch eine zweite Kids-Fun-Strecke. Die sieht richtig cool aus. Da war wenig los mit Tunnels, mit Sachen zum Einklatschen. Ich wünschte, der Mini wäre dabei gewesen. Ich glaube, das hätte er sehr, sehr geliebt. Mein Weg führte mich dann weiter in Richtung Matchstand und dort wurde ich wirklich erschlagen von einem Meer an Paraglidern. Ich habe so viele auf einem Haufen noch nie gesehen und für mich ist es absolut unerklärlich, wie die dort in der Luft tanzen können, ohne sich gegenseitig zu erwischen und abzuschießen. Also im Leben habe ich das noch nicht so gesehen. Was ist hier los? Wer mich kennt, der weiß, ich liebe Matschbuckel. Das liegt vielleicht auch an meiner nicht ganz, ganz sauberen Skitechnik. Da tue ich mir einfach leichter und natürlich Kontrolle habe ich über den Ski. Dementsprechend kann ich da durchfetzen wie mit dem Buttermesser durch die weiche Butter und das macht mir so, so viel Freude. Ich konnte nicht genug bekommen. Nur der Hunger hat mich dann irgendwann doch in die Wirtschaft getrieben. Das ist jetzt das Restaurant ganz oben bei der Bahn von Lenk aus. Tagesmenü. Ja, vielen Dank. Sorry. Macht nichts. Nee, ist gut. Und da vorne läuft ein Zeitraffer für euch. Ich bin voll gespannt, wie das ausschauen wird, weil die Paraglider fetzen hier so knapp vorbei. Das ist total verrückt. Und jetzt wird aber erstmal gegessen. Also ich will ja keinen beleidigen, aber im Video sieht das aus wie so ein Mückenschwarm. So viele Paraglider waren dort. Das ist unbeschreiblich. Also ich kann mir das immer noch nicht... Ja, wenn ich es nicht auf dem Video wieder sehen würde, würde ich sagen, so viele waren es dann doch nicht. Aber doch, genau so viele waren es. Naja, für mich ging es wieder weiter auf die Ski. Ich konnte und konnte einfach nicht genug bekommen. Es war so wunderschön. Aber jetzt gibt es dann auch gleich Eindrücke vom Après-Ski für euch. Denn auch dort kann man einiges am Berg erleben, wenn vielleicht auch nicht vergleichbar mit Ischgl oder Sölden. Egal mit wem ich gesprochen habe, der Weg führt nicht an der Ötzi-Bar vorbei. Auch die ist beim Stand Express und man kann sie eigentlich gar nicht übersehen.
Spiel hier leert sich jetzt langsam, weil die letzte Gondel geht um 5 Uhr, ist nur noch 8 Minuten. Aber ich glaube, länger als 3 brauche ich für die Abfahrtsservice nicht. Die Paraglider haben es da einfacher. Ah, die brauchen die letzte Gondel nicht. Und bei uns Skifahrern hat sich jetzt die Frage gestellt, wer die dicksten Eier hat. Es ist fast keiner mehr da. Das ist nicht mein Heimatskigebiet, das würde ich jetzt nicht komplett ausreißen. Wir haben noch in etwa 4 Minuten, das sollte aber leicht reichen. Zurück im Zimmer und jetzt next stop, Abreschi. Mal sehen, was das so kann. Dann hätte noch eine Abreschi-Party mit Live-Künstler am Matchstand am Abend stattfinden sollen, doch da war tote Hose und dementsprechend habe ich lieber ein paar Sternenfotos aufgenommen. Sieht ehrlicherweise aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Ich muss mich jetzt ein bisschen schicken. Ich überlege noch zwischen 3 Optionen. Es geht ja weiter Richtung Heimat, aber ich kann entweder noch in Grindelwald vorbeifahren, Grindelwald-Wengen, oder in St. Anton, da komme ich direkt vorbei. Oder eventuell in Ischgl. Das wäre das, wo ich den Skipass schon hätte und wo auf jeden Fall ein bisschen Abreschi ist. Deswegen bin ich hin und her gerissen und muss mich aber entscheiden. Die modernste 3S der Welt, sogar mit Bildschirm. Top of Europe, das finde ich voll übertrieben. Wo soll man denn hier zuerst schauen? Und wer nicht genug davon hat, die Lauberhornabfahrt bei Wengen in der Schweiz ist die längste Abfahrt im alpinen Skirennsport. Sie zählt zu den Klassikern des 1967 eingeführten alpinen Skiweltcups und ist bereits seit 1. Februar 1930 Schauplatz des Lauberhornrennens. Die knapp 4500 Meter lange Strecke führt von der Südschulter des Lauberhorns hinunter in den südlichen, von Wengen gelegenen Weiler Schlittwald bei Innerwengen. Derzeit benötigen die schnellsten Rennfahrer für das Lauberhornrennen nur ca. 2 Minuten 30. Die Lauberhornabfahrt ist bekannt für ihre Kulisse aus Eigermönch und Jungfrau. Und das zählt nicht nur fürs Rennen, sondern eben fürs ganze Skigebiet. Die Gondel wurde 1999 erbaut und braucht für 1000 Höhenmeter nur 5 Minuten. Ich bin viel zu begeistert, um es nicht zu machen. Wir schauen uns jetzt die Aussicht vom männlichen Gipfel an. Wird sicher genial. Ach, was kann ich dazu noch sagen? Also so aufgereiht erkenne ich die Berge auch ohne Pistenplan. Eiger, Mönch und der höchste davon mit über 4000, die Jungfrau. Genial. Und damit ihr noch ein bisschen besseren Eindruck von diesem Gipfelbereich bekommt, mache ich noch einen Schwenk mit der Insta360 für euch. Jetzt sind wir hochgelatscht auch schon, da werden wir gleich da reinfahren. Lawinengefahr ist halt zum Glück so gut wie keine. Und so sieht das ganze Gebiet im Sommer aus. Der Mönch ist übrigens auch schon über 4, das habe ich gar nicht gewusst. Nur der Eiger ist knapp drunter. Neuschnee gab es jetzt ja längere Zeit schon keinen mehr, aber dafür hat der alte Schnee ziemlich aufgeführt, was sich auch super gut fahren hat lassen. Und an manchen Stellen hat sogar noch ein bisschen der Powder gespritzt. Unglaublich. Da merkt man halt, dass man doch ein bisschen höher ist, wie bei vielen Skigebieten, wo ich sonst immer unterwegs bin. Und im Hintergrund auf der Seite immer die 3 königlichen Berge, Eigermönch und Jungfrau. Wirklich unglaublich, was das für eine Kulisse ist. Aber auch dieser Ride hat sich definitiv gelohnt, ganz unabhängig von der coolen Kulisse. Zur Jungfrau-Skiregion gehören gleich 3 Skigebiete, Grindelwald-Wengen, Grindelwald-Fürst und Mürn-Schlitthorn. Und all die 3 Gebiete können mit der gleichen Skikarte verwendet werden. Somit könnte man noch um einiges mehr entdecken, als ich euch heute zeige, denn ich bin in Grindelwald-Wengen unterwegs. Die nächste coole Piste, also Sonne gibt es hier schon auch. Gar nicht, was die haben. Geilo, Bahnhof mitten am Berg. Wie mega. Witzig. Total verrückt. Müssen wir zu Fuß drüber. Blick von der anderen Seite aus. Ich fühle mich so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. So cool. Das ist doch voll der süße Hüttenflair und immer dieser Blick.
Das Skigebiet Wengen-Grindelwald hat überwiegend rote Pistenkilometer, nämlich 56 rote, also mittelschwere Pistenkilometer, 34 leichte und 13 schwere schwarze. Wie in fast jeder besonders atemberaubenden Region wurde auch hier bereits ein James-Bond-Film gedreht, und zwar 1969 auf den Hängen des Schlitthorns im Geheimdienst Ihrer Majestät, wo die bekannten Schießstunts gedreht worden sind. Das war jetzt noch der Lauberhorn-Sessel und damit haben wir so ziemlich alles abgearbeitet. Cool! Ich bin voll begeistert von hier, nach wie vor der absolute Hit. Das Skigebiet selbst geht ja auf gerade mal ca. 2300 Meter nach oben, ist also auch nicht so extrem hoch. Trotzdem waren die Pisten in sehr, sehr gutem Zustand und an vielen Hängen hat es gar nicht aufgesulzen, obwohl es ja furchtbar warm war. Ich denke, das ist der Lage hingedreht zur Sonne geschuldet. Hier habe ich ja die Sonne auch im Rücken. Dementsprechend hat sie nicht so viel Kraft, um die Piste aufzuweichen. Jetzt zeigen Eigermönch und Jungfrau aber nochmal so richtig, was sie können. Angestrahlt von der Abendsonne. Und wir müssen jetzt leider in den Schatten eintauchen. Ciao Sonne, bye bye. Es war wunderschön. Damit geht es leider auch schon wieder zu Ende, meine Rundreise am Fuße des Eigers. Und jetzt geht es 5 Stunden nach Hause und morgen wieder ins Büro. Hilft ja alles nichts. Nochmal kurz zusammengefasst war ich Tag 1 in den Dolomiten auf der Sella Ronda mit der Andrea zusammen. Tag 2 und 3 in Zermatt. Tag 4 in Lenkadelboden und heute Tag 5 in Grindelwald, Wengen. Was hat mir jetzt am besten gefallen? Der Skitag mit Andrea war natürlich ein Highlight, weil zusammen macht alles mehr Spaß, gar keine Frage. Aber die Sella Ronda an sich lebt nur vom Panorama in meinen Augen. Die Skipisten sind eher langweilig, zumindest die man für die Sella Ronda fährt. Ich denke generell, die Dolomiten haben schon viel zu bieten, aber das ist nicht unbedingt die Sella Ronda, sondern eher die Pisten außenrum. Die haben ja auch Weltcup-Strecken und Co. Die machen bestimmt sehr, sehr viel Spaß. Sella Ronda, Panorama, mega Restfahrt. Dann Zermatt. Da hatte ich ja das Pech, dass es eben nicht nach Cervinia runterging. Wegen Wind war das immer gesperrt, die 2 Tage. Also beide Tage leider komplett geschlossen. Cool ist, man kriegt das Geld rausbezahlt. Also jetzt nicht viel, aber die Differenz zwischen dem Skipass mit Cervinia und ohne Cervinia, die wird wieder ausbezahlt, wenn man an die Kasse geht. Das finde ich sehr fair. Ansonsten war das Skigebiet sehr cool. Man merkt, dass es hoch ist. Also keine Matschbuckel, alles sehr hart. Aber ich finde, es lebt vor allem vom Matterhorn. Das siehst du wirklich von überall. Das ist mega schön, also richtig genial. Lassen wir es mal so stehen. Dann Lenkadelboden war für mich jetzt am wenigsten schön von den 4 Skigebieten. Ist auch gut, vor allem diese eine Piste, wo die Ötzi-Bar ist, also Richtung Lenk runter. Die ist richtig geil, die hat mir voll Spaß gemacht. Die bin ich ab mittags eigentlich nur noch gefetzt. Das war ein Matschbuckel vom Feinsten. Da gibt's 3 verschiedene Pisten, die jeweils zur Mittelstation von der Lenkgondel hingehen. Die machen richtig Spaß. Aber der Rest, der war eher klein, schnell durch gewesen. Ich weiß auch nicht. Ja, passt. Aber dann heute Grindelwald, Wengen. Das war mein absolutes Highlight. Der Blick auf Eigermönch und Jungfrau, der ist unbezahlbar. Das ist so, so, so krass. Und die Pisten super schön. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja, das war's zu meiner Schweiz- und Italien-Rundreise. Ich habe jetzt ordentlich Kilometer geschrubbt, jetzt geht's ab nach Hause. Ich freue mich noch nicht, 5,5 Stunden Autofahren, puh. Aber gut, wird nichts helfen. Je schneller ich losfahre, desto schneller habe ich es geschafft. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir auch sehr gerne euer Lieblingsskigebiet in die Kommentare, denn es hat sehr viel Spaß gemacht, neue Skigebiete zu entdecken. Und dementsprechend, vielleicht geht da ja noch was in den nächsten Wochen. Und bis dahin. Tschüss, macht's gut. Und wisst ihr gar nicht, wie schön alles war am Ende des Tages? Ich vermisse noch mal einen kleinen Mini. Aber ich bin getrennt von Papa und deswegen ist ja nur ungefähr die Hälfte der Zeit bei mir, nicht mal ganz. Und wenn dann sowas im Radio läuft, dann ist egal, wie schön alles davor war. Dann ist einfach nur schade. Ich vermisse den kleinen Spatz. Auch wenn man natürlich nicht die ganzen Abenteuer, so wie ich es alleine mache, mit dem Kleinen machen kann, ist mir auch klar.
Also ich muss auch irgendwo dankbar sein, dass ich trotzdem noch so viel Freiheit habe. Aber ich vermisse. Ich bin mittlerweile wieder gut zu Hause angekommen, aber ich wollte euch einfach zeigen, wie es mir dann manchmal geht, denn man sieht ja immer nur die schönen Seiten und natürlich erlebe ich krass viele tolle Abenteuer, aber auch bei mir gibt es Schattenseiten, so wie bei jedem anderen auch und ja, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn das auch ein bisschen hergezeigt wird, auch wenn das verdammt schwer fällt, denn keiner will sich so zeigen, glaube ich, also ich tue mir da zumindest ein bisschen hart und dennoch gehört es irgendwie mit dazu, ja, deswegen ist es mit drinnen und damit, ja, nach dem Abenteuer ist vor dem Abenteuer. Mal sehen, wo es als nächstes hingehen wird.